hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehen würde. Er hat viel Ärger gemacht, als er das letzte Mal hier war. Ich hoffe, er bringt nicht wieder so viel Unglück mit wie letztes Mal. Steinstärkes Spiel. Ja, das nächste Mal ist Spikey in unserer Mannschaft. Also, das glaube ich nicht. Oh, nein, nein, nein. Freunde, Freunde! Er ist wieder zurückgekommen. Wer ist wieder zurückgekommen? Habt ihr das etwa noch nicht gehört? Doc ist wieder zurückgekommen. Doc? Es ist noch gar nicht lange her. Alle dachten, das große Tal wäre vom Glück verlassen, weil der Saurierfelsen vernichtet wurde. Ich wollte uns das Glück wieder zurückbringen, indem ich einen Zahn von einem toten Schafzahn ins Tal brachte. Das einzige Problem war, der Schafzahn war gar nicht tot. Großvater versuchte, mich zu retten. Aber er musste gegen zwei Schafzähne kämpfen. Und dann tauchte Doc auf. Diese beiden Schafzähne werden nie wieder jemandem was zuleide tun. Dank Großvater und Doc, dem einsamen Dinosaurier. Wie interessant. Jetzt weiß ich auch, warum alle so aufgeregt sind. Und wo ist der einsame Dino hingegangen? Wo hat er gesteckt? Er bleibe nie sehr lang an einem Ort. Und er ist immer allein. Ja, das ist er, das ist er. Ist doch klar. Deswegen ist er ja auch der einsame Dinosaurier. Aber wo immer es Ärger mit Schafzähnen gibt, ist er zur Stelle. Hast du gerade Ärger gesagt oder was? Ja, er scheint immer zu ahnen, wenn Schafzähne in der Nähe sind. Oh, ihr meint doch nicht. Keine Sorge, Chomper. Das mit dir wird er schon verstehen. Ich weiß nicht. Woher sollte Doc wissen, dass Chomper anders ist? Ich sag's ihm. Doc ist ein Langhals, der sich von keinem etwas sagen lässt. Er ist hinter mir her, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Schon möglich. Er hat noch nie ein Kind angegriffen. Aber er kümmert sich immer um Schafzähne. Was immer geschieht, geschieht nicht, bevor es geschieht. Ich schlage vor, wir schlafen erst mal, damit wir morgen ausgeruht sind. Na schön. Du hast recht, Ruby. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. Gute Nacht. Keine Sorge, alles wird gut. Wenn Doc so gut ist, wie sie sagen, wird er merken, dass auch du ein Guter bist. Keine Sorge, alles wird gut. 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 Keine gar nichts? Ich bin gut. Ich könnte niemals ein gemeiner Schafzahn sein. Hör auf, du musst mir glauben. Ich bin gut. Wer ist der eher, der dich holen will? Der einsame Dinosaurier. Ist er da? Wo ist er? Er war in meiner Schlafgeschichte und er wollte mich mit seinem Schwanz zerschmettern. Das klingt ja gruselig, Chomper. Aber das ist nur eine Schlafgeschichte und jetzt bist du aufgewacht. Also mach dir keine Sorgen. Naja, bis du ihn wirklich triffst. Oder bis er mich wirklich schnappt.
Freunde. Chomper hatte eine gruselige Schlafgeschichte. Der einsame Dinosaurier hat ihn geschnappt. Genau wie ich. Wirklich? Wollte er dich auch mit seinem Schwanz zermalmen? Nein, er wollte dich zermalmen. Er kommt, Freunde! Er ist meinetwegen hier. Wäre möglich. Hör endlich auf, Zera. Früher er nur gekommen wegen Schafzähne. Sag ich doch. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir Chomper verstecken, bis Doc wieder weg ist? Das ist eine steinstarke Idee. Na, worauf warten wir dann noch? Also schön. Ich versuche, Doc abzulenken, während ihr Chomper versteckt. Und los! Doc! Doc! Ups. Entschuldigung. Hallo, Kleiner. Hey, wie geht's dir? Super. Ich hab gelernt, mit dem Schwanz zuzuschlagen, so wie du. Daran musst du wohl noch ein bisschen arbeiten. Das werde ich. Gut, dass du wieder da bist. Dann kannst du mir ein paar Tricks zeigen. Na klar, Kleiner. Ach, übrigens, hast du hier irgendwo einen Langhals mit dem Namen Dara gesehen? Nein. Wer ist denn Dara? Naja, sie ist mein Herzensdino. Hä? Dein Herzensdino? Ja, der entzückendste Langhals, den diese müden Augen je gesehen haben. Ich weiß noch, wie ich ihr das erste Mal begegnet bin. Ihre großen blauen Augen leuchteten heller als die große helle Scheibe. Sie ist der erste Dino, der mich wirklich versteht. Wir ziehen schon eine Weile gemeinsam durch das Land. Mehr kann ein einsamer Langhals nicht erwarten. Aber wie kannst du eine Partnerin haben? Bis jetzt warst du doch immer nur ganz allein. Ja, viel zu lange, wenn du mich fragst. Aber nur weil du alleine warst, konntest du ein wachsames Auge auf die Schafzähne werfen, Doc. Das kann ich auch so, Kleine. Hilfst du mir, Dara zu finden? Sie ist fremd hier in der Gegend. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht irgendwelchen Ärger hat. Aber Doc, wenn du damit beschäftigt bist, mit Dara zusammen zu sein, wie kannst du dann all die anderen Blattfresser beschützen? Sie hat gesagt, dass wir uns hier treffen. Du kannst nicht mehr der einsame Dinosaurier sein, wenn du nicht mehr allein bist. Was machen die denn da? Sie wohl nach irgendetwas suchen. Er ist meinetwegen hier. Aha, dann hatte ich ja doch recht. Sie hierher kommen, hierher! Gleich wird er mich finden. Littlefoot lässt nicht zu, dass Doc dir wehtut. Oh nein, nein, nein. Aber Littlefoot ist vielleicht zu klein, um Doc aufzuhalten. Richtig. Deshalb müssen wir ein besseres Versteck für Chomper finden. Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo ist. Vielleicht wollte sie doch nicht herkommen. Sie hat gesagt, wir treffen uns hier. Und falls es kein Problem gibt, wird sie auch herkommen. Der ist ja noch größer als in meiner gruseligen Schlafgeschichte. Deshalb müssen wir dich ja auch verstecken. Also, wo würde Doc nicht nach einem kleinen Schafzähnchen suchen? Passen wir da alle rein? Gut, dass meine Familie heute nicht zu Hause. Deine gute Idee war wirklich eine gute Idee, Petri. Oh ja, oh ja. Ich muss mich erst mal beruhigen. Obwohl, naja. Wir ganz oben, Doc uns hier nicht findet. Den findet Doc nicht. Du hast mich gefunden. Wolltest du Doc nicht ablenken? Ja schon, aber... Du hast es versprochen. Tut mir leid, Chomper, aber das ist gar kein Problem. Doc sucht gar nicht nach dir. Er sucht nach seinem Herzensdino Dara. Richtig, Doc?
Doc? Ich fasse es nicht, dass du mit einem Scharfzahn befreundet bist. Was soll das heißen? Es gibt keinen Grund, mit ihm befreundet zu sein. Irgendwann wirst du gegen ihn kämpfen müssen. Nein, werde ich nicht. Chomper ist mein Freund. Und das wird auch immer so bleiben. Ja, ich werde nie gegen meine Freunde kämpfen. Da hat er völlig recht. Netter Trick, ihm Sprechen beizubringen. Oh, das hat er ganz alleine gelernt. Siehst du, er ist wirklich anders. Oh ja, das ist er. Vielleicht kann ich dir mit meiner Schnüffelnase helfen, deine Freundin zu finden. Das wäre ja wohl das Letzte. Wieso denn? Ich werde mir doch nicht von einem Scharfzahn helfen lassen. Aber wenn ich's dir doch sage, Chomper ist anders. Ich habe noch nie gute Erfahrungen mit Scharfzähnen gemacht und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Komm, wir gehen, Littlefoot. Nein. Ich werde dir nicht mehr helfen. Ganz wie du willst, Kleiner. Wisst ihr was? Ich werde trotzdem meine Schnüffelnase einsetzen, um ihm zu helfen. Ja, dem werden wir es zeigen. Mir findet gut. Oh, ich bin dabei. Was meinst du, Littlefoot? Dass du Doc nicht helfen willst, heißt nicht, dass du nicht Dara helfen kannst. Du hast recht, Ruby. Los, komm, Chomper, machen wir uns auf die Suche nach Dara. In der Richtung wird der Geruch stärker. Sie muss hier ganz in der Nähe sein. Aber wir haben überall nachgesehen. Oh nein, da! Hilfe, bitte! Hey, Kinder, bitte, ihr müsst meinen Freund Doc finden. Der hilft mir hier raus. Dara! Ihr kennt mich? Aber woher? Wir finden Doc nie rechtzeitig. Wir müssen dir da irgendwie raushelfen. Aber Dara zu riesig. Wie wir ihr helfen? Da! Wir können den Baum benutzen. Das müsste gehen. Wir müssen ihn nur irgendwie zu ihr runterbiegen. Steinstarke Idee! Wir helfen dir, Dara! Ach, danke. Vielen Dank, Kinder. Schon unterwegs! Was? Du bist ja ein kleiner Scharfzahn. Ja, das bin ich. Aber ich will dir nur helfen. Halt dich an den Blättern fest, dann ziehen wir dich da raus. Wie niedlich. Ein hilfsbereiter Scharfzahn. Na, das haut doch den schärfsten Baumstern aus der Krone. Ich komm nicht an sie ran. Rutscht alle zusammen ein Stück nach vorn. Um Himmels Willen, Kinder. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Hä? Wir gar nichts machen. Hast du dich deswegen verspätet? Und der kleine Chomper hat sein Leben riskiert, um mich zu retten.
Na sowas. Tut mir leid. Wieso denn? Nein, nein, mir tut es leid, mein Kleiner. Du bist wirklich anders. Ich hoffe, du verzeihst mir und gibst einem alten Langhals noch eine Chance. Aber klar. Danke, Doc.